Lang, lang ist's her. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, Leute. Ich habe mir doch dann... Wie hieß denn das eine? New Horizons war ganz geil, aber ich glaube, Tannheim wollte ich mal machen. Tannheim Valley. Atomzwerg. St. Parzenberg wieder gegründet. Vielleicht, Parzi. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Sergio, grüß dich. Wir gehen nach Tannheim. So. Schwierigkeit insgesamt. Realistisch. Energiemanagement, alles, Müll und Abriss, klar, Vollgas, alles voll dabei, komplex, komplex, komplex. Abproduktionsstart, nur Produktionszeitraum. Ja, das finde ich auch irgendwie nah, wobei ich will ja Auswahl, ich will auch historische Strecken vielleicht gründen. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Na? So, haben wir jetzt alles auf Maximum. Starten ganz früh. Ganz früh starten wir. Also nicht ganz, ganz früh, aber ganz früh. Ja. Ich finde das gut. Okay, haben wir das Wichtigste für mich. Feuer in Gebäuden. Häufig. Nein. So. Normales ausreichend. Aber häufig geht mir... Das ist völlig wahnsinnig. Ja. 18:50 starten. Nix da. Ja. So. Bewegte Sonne ist natürlich richtig, ja, ist ganz klar. Wir müssten alles haben. Okay. Okay. Gut, Leute. Tannheim Valley. Hinein in den wilden Wahnsinn. In den wilden, wilden, wilden Wahnsinn. In Workers and Resources. Ich bin schon ein bisschen, sagen wir mal, interessiert. So, die Musik ist immer noch, wie sie ist. Da halten sie, meine Güte. Okay. Kein Plan. Außengrenze hier. Wo ist denn die? Ach so. Ja, okay. Wo ist denn unser Grenzposten hier? Das ist alles Grenze hier. Hier ist ein kleiner Bachlauf. Und hier ist der Haldensee. Okay, also wir haben schon ganz schön Strecke darüber, ne? Eieiei. Warte mal kurz, lass mal Karte einblenden. Holy moly. Okay. Warte mal, ich muss mich mal orientieren gerade, bevor wir hier irgendwo reingehen. Ich muss die Musik mal ein bisschen runter. So. Fette Katze, grüß dich! Also der Haldensee ist natürlich, das wäre hier schöner Startpunkt für unsere ersten Möglichkeiten. Oh nein, wir müssen das erst forschen. Ich weiß nicht, wo es das gibt oder was. Oh, jetzt wird's aber unangenehm. Was haben wir hier noch? Höhenlinien. Höhenlinien interessieren mich tatsächlich gerade. Das wäre hier tatsächlich ein schöner Startpunkt am Haldensee. Hier hinten hätten wir noch ein bisschen Platz zum Auseskalieren. Und hier ist dann richtig unangenehm. Okay, also die Map ist schon, die hat's in sich, ne? Was ist denn hier oben eigentlich? Oh, hier ist ja... Hier, oh! Der Traualpsee. Meine Güte. Heieiei. Suseline, grüß dich! Bester Anfang, Zwergs erste Worte, kein Plan. Ja. Was habt ihr anderes erwartet? Sind wir ja doch mal. Seid doch mal alle realistisch jetzt. So. Also, wir haben einen Grenzposten, einen Grenzübergang. Hier ist der Grenzteil zur NATO rüber. Okay, wir bleiben an dem Also, pass auf, wir müssen mal ein bisschen schneller machen. Also, hier. Hier ist auf jeden Fall das große Zollhaus. Da können wir gut einkaufen gehen. Schön und so weiter. Das ist sehr schön. Gut, gut, gut. So. Der andere Grenzposten ist dann wahrscheinlich irgendwo am anderen Ende, oder was? Hier vielleicht.
Ah ne, hier ist auch nochmal einer. Ja, okay, das ist der, der zu uns dann am einfachsten, zum Haldensee am rüber am einfachsten ist, oder? Ist das der hier? Hier ist auch noch einer. Das ist ein kleinerer Posten, aber das ist okay. Stromanbindung wäre gegeben, wenn wir Richtung Haldensee hier rüber expandieren. Wir könnten auch von der anderen Seite auf den Haldensee gehen. Das wäre fast geschickter, hier die Stadtgründung zu machen. Am Haldensee-Delta, ja. Hallo, holla. Okay, Zwerg macht einen Hardcore-Run. Ja, na, aber hallo. Hier wird mit harten Zwergbandagen wird hier gearbeitet. Ich finde den Teil finde ich hier am hübschesten. Und dann bauen wir ein schönes Sträßchen nach Nachomo, ja, hier rüber. Schönes Sträßchen bauen mit schön mit ein bisschen Anfang. Wie viel Geld haben wir dann eigentlich? ₹1,4 Millionen. Luca, grüß dich. Wir sind arm. Ist ja widerlich. Ach du Scheiße, ich komme hier überhaupt nicht mehr zurecht. Was gibt's denn hier alles? Elektrizität, das kennen wir. Da sind wir drin. Klempnerarbeiten. Wasseranschlussstation. Wasserleitung. Abwasseranschlussstation. Ha! Okay, alles klar. Ich war schon lange nicht mehr drin. Heizung kenne ich noch, okay. Müll! Eieiei, Müllcontainer. Mhm. Mülltrennung generell. Kies-Recycling-Anlage. Plastik-Recycling, Alter. Müllverbrennung. Verschrottung. Okay. Für Burger, das kennen wir. Bauindustrie, alles klar. Frachtsachen. Verteilung und so weiter, das sind wir drin. Container, okay. Container kennen wir. Was haben wir hier? Schiffe, Züge, Eisenbahn, Depot für Burger, Betankung. Das ist alles soweit safe. Das kennt man auch. Schiffe und so, das juckt uns jetzt nicht die Bohne. Flugzeuge wird später interessant. Seilbahnen müssen wir mal schauen. Schüttgut, jo, das sind wir. Ich orientiere mich gerade mal so ein bisschen, ne? Wohngebäude und so, da müssen wir ja natürlich auch anfangen jetzt dann bald. Okay, na gut. Na, Lebensmittel ist natürlich auch entscheidend. Ja, mit Öl werden wir natürlich auch keinen Plan haben. Ich denke mal, wir sehen auf der Map nichts, aber vielleicht finden wir ja Öl. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel so sich leicht austricksen lässt. Der war einfach hier rumscrollt und guckt, ob es hier Öl gibt. Okay, also hier wird's mager. Warte mal, was wären für mich am Anfang? Holz ist natürlich easy peasy. Kohle? Kohle kann man doch bestimmt finden, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das Spiel das zulässt. Da, wo Kohle ist, ist natürlich Blauberg, selbstverständlich, ne? Alles andere wäre ja unverschämt. Aber ich glaube hier, wie gesagt, das ist tatsächlich nicht möglich. Ist egal. Wir machen das einfach, wir gehen einfach rein. Wir gehen jetzt einfach mal rein, gucken, wo uns die Reise hinführt. Mit dem wenigen Geld. Und dann fangen wir erstmal mit Kleinigkeiten an. Wir planen das jetzt wirklich alles low budget erstmal durch. Und eskalieren danach komplett, ja. Also das ist ja wohl eh klar. Also ich denke, das ist für alle völlig verständlich, dass es jetzt eine völlige Ausrastaktion wird, ja. Also, wir fangen an mit dem ersten Teil unserer Gemeinde.
plan mal grob unsere Stadt ein. Okay. Dark Shadow, einen wunderschönen guten Abend. So, pass auf, wir fangen jetzt an mit den wichtigsten Sachen zuerst. Als wichtigstes sehe ich eigentlich die Notwendigkeit, dass wir hier mit einer Straße vorgehen. Auch wenn es jetzt am Anfang nur eine Kiesstraße ist, das machen wir dann später hübsch. Aber der wichtigste Ansatz wird jetzt erstmal sein, dass wir Richtung Grenzposten eine Straße haben, damit wir alles, was wir produzieren, irgendwie teuer verscherbeln können. Sonst sehe ich uns demnächst tatsächlich in schwieriger Lage. So, wo können wir da rüber? Wir müssen hier so links rüber. Am besten hier über den Weiher. Zum nahen Wasser, sehe ich ein. Wir bauen natürlich die billigste Konstruktion, die wir für Geld kaufen können. Holzbrücke. Gut. Wir lassen... Das mit Ressourcen bauen, das wird machbar sein, hoffe ich. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, da ist so ein leichter Hügel, so eine leichte Hügelkomponente drin. Da müssen wir uns ein bisschen ranarbeiten erst. Das schaut nicht aus, als würden wir uns da ranarbeiten. So. Dann halt durch den Wald. Und dann sind wir doch schon eigentlich daheim, ne? Sind wir doch eigentlich schon daheim. So. Okay, damit haben wir jetzt zumindest schon mal die, theoretisch zumindest die erste Versorgung Richtung Kartenrand geschafft. So, das allererste. Auch Abwasser wird alles verkauft. Alles wird verkauft. Ja, der Westen freut sich. Da müssen wir noch eine Straße bauen. okay. Als allererstes brauchen wir erstmal so ein schnuckeliges Kohlekraftwerk. Ja, was anderes sehe ich tatsächlich gerade nicht als irgendein schnuckeliges Kohlekraftwerk. Das kann jetzt auch am Anfang erstmal hier irgendwo in die Prärie reingestellt werden. Da habe ich keine Bauchschmerzen mit. Nur bloß aufpassen. Wo sind denn hier die Ausgänge? Okay, wir müssen das so hinstellen, damit es am besten wirken kann. Dann bauen wir da die Straße ran. So. Wie gesagt, die Straßen-Upgrades und so, das machen wir alles dann später, ne? Das ist vielleicht zu weit weg, ja, aber das können wir dann lösen mit einer anderen Kleinigkeit, die dann auch noch kommt. Die müssen wir dann auch noch planen. Jetzt am Anfang geht es erstmal um die Grundversorgung überhaupt. Ich weiß, dass wir Strom brauchen. Da kommen wir nicht drum rum. Energie, Elektrizität wird wichtig sein. Wie wir das dann hier in der Stadt genau bauen, das müssen wir dann noch schauen. Wir planen jetzt erstmal und gucken mal, wo die Reise erstmal hingeht. Weil ich habe keinen Plan, was das alles kostet aktuell. So. Wir brauchen einen kleinen Wasserbrunnen. Wasserqualität ist hier ganz okay. Wasser brauchen wir die im Kohledings auch? Weiß ich nicht. Steht kein Anschluss da, würde ich sagen erstmal nein. So, Wasserbrunnen bedeutet Energie aus dem Wasser aus dem Boden zu extrahieren. Ich würde sagen, das bauen wir mal hier so an die Seite. Ne? Ja, vielleicht nicht ganz. Bauen aus Ressourcen, ja. Ah, das kostet Geld. Warte mal kurz. Das müssen wir noch einstellen. Wie geht denn das? Dass der Boden nicht begradigt wird. Baustart für das Gebäude bauen aus Ressourcen. Boah, wo ging denn das noch gleich? Ich weiß, man kann das einstellen. Hallo Odin, grüß dich. Parallel
bauen. Ich weiß, man konnte das anschalten und ausschalten. Könnte man dann irgendwie umschalten, dachte ich. Weil der nimmt jetzt Dollars dafür. Naja, mal gucken. Ach, da müssen wir auch noch reingehen. Also jetzt machen wir erstmal die Wasserpumpe irgendwo hin, wo sie nicht stört. Eine kleine reicht mir erstmal. Hier so. So. Wasserpumpe haben wir. Abwassersystem. So, das ist so ein Abwasserausgabeteil. Damit, das kippt man natürlich alles wie, weil wir sind ja zukunftsorientiert. Wir kippen einfach den ganzen Schrott ins Wasser, ja. Das kommt alles hier in den Fluss rein. Das macht aus vielen Gründen, macht das einfach Sinn, ja. Wir kippen das einfach alles ins Wasser rein. Das fließt dann bestimmt zu den im Westen rüber. Das ist kein Problem. Das kippen wir einfach ins Meer und dann ist gut. So. Gut, also. Wasser kommt, Abwasser geht. Soweit, so gut. Ne? Heizwerk, genau. So ein kleines Heizwerk brauchen wir bei Zeiten. Das brauchen wir aber nicht sofort. Wir haben Februar. Es ist 7 Grad, ist bestes Wetter. Ne? Also da kann man auch schön... je nachdem Stromaufwärts von der Kloakengeschichte kannst du dann trotzdem noch nett baden gehen. Das ist kein Problem für unsere Burgers, das kriegen die hin, ja. Ich denke. Wildlager, einen wunderschönen guten Abend. Und unterhalb entnehmen wir das Wasser. Odin, ich sehe schon, als Stadtplaner bist du voll dabei. Für die Katze hat Occupy Mars, ist auch ein geiles Spiel, ne? So, Wärmetauscher, das brauchen wir alles jetzt erstmal für den Moment noch nicht. Müll. Einen kleinen Müllplatz, das bauen wir dann aber zu den Burgers hin, ja, wenn es soweit ist. Ja, okay. Also wir haben jetzt erstmal Saft kommt bald, ja. Wir brauchen Bauindustrie, genau, da müssen wir rein. Baubüros. Wenn, dann eskalieren wir komplett Baubüro kostenlos. Warum ist das kostenlos? Ist mir egal, ich will das nicht kostenlos. Wir brauchen ein Abrissbüro. Das bauen wir alles hier hinten hin. Zu unserer Planungsgeschichte. Da machen wir aber Folgendes. Da bauen wir auch noch für die Bauindustrie. Gibt es hier einen... Ja. Warte kurz. Da gibt es hier so eine Kleinigkeit. Na, da bauen wir hier so ein kleines bisschen hübsch und so. Also, Abrissgebäude, wie gesagt, da bauen wir nicht mit Hubschrauber, wir bauen das so hin. Muss ich nur sehen, dass die Straße auch cool aussieht. So, Abrissbüro haben wir. Und jetzt gibt es das fette, richtig geile, richtig mega große Baubüro. Luxus. Muss nur hinbekommen. Das bauen wir hier hin. Okay, Währung ist klar. Okay. Ja, okay, die Werte, die schauen wir uns dann bei Zeiten nochmal genauer an. Okay. Sprengstofffabrik. Finde ich großartig, wichtig, ja. Ich weiß gar nicht. Hier können wir Dünger reinkippen. Absetzcontainer oder geht das raus? Flüssigdünger. Alter. Kornspeicher, das müssen wir uns auch alles nochmal anschauen. Wir brauchen Essen für unsere Leute. Ah! Hab eben nicht mitbekommen, wann das einzige Juwel des Ostens erblüht. Bitte? Das ist, die Stadt wird noch umbenannt, ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir den Kasten hier nennen, ja. Mal gleich mal gucken dann. Wobei, wir löschen das eigentlich. Wir benennen das dann eh neu. Ja. Ja, okay. Müssen wir bald ändern. Beim Haldensee. Okay.
So. Okay, wir Bau und Abriss haben wir, sind wir safe. Okay, dann geht's jetzt an die Burgers ran. Also, wir fangen mal an hier an der Seite. Da ist mit dem Trinkwasser gut. Und da ist hier nicht so ganz schlimm weit. Da können wir kleine Routen machen. Also, wir fangen an mit kleineren Geschichten. So, warte mal kurz. Wo können wir hier mit Arbeitskräften arbeiten? Plattenbau. Erforderliche Forschung, Plattenbau. Es gibt jetzt viel mehr Forschungssachen, ne? Landhäuser. Große Wohngebäude. Wohnraum aus Ziegel. Ja, da brauchst du wieder Stahl, dass die Schwatte kracht, ne? Also das ist wieder, das ist nix. Wir gehen in kleine Wohnhäuser. Hier, Wohnungen für Ziegel, da brauchst du 5 Tonnen Stahl. Bei dem großen 14 Tonnen. Weiß ich nicht. 13 Tonnen. Können auch ein bisschen sparen, ne? Und bei den Wohnungen aus Ziegels hier 50 Arbeiter gehen da rein. Aber da ist der Kleine doch gar nicht so schlecht, oder? Hier, er hier. Pass Obacht. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir bauen hier so ein kleines Startviertel auf, ne? Gefällt mir gerade nicht. Doch, jetzt da. Das kann man korrigieren, okay. Das muss hübsch aussehen, weißt du? So ist gut. So, kleines bisschen Wohnraum haben wir geschafft. So, dann muss ja hier irgendwie Wasseranschlussstation sein. Das bauen wir hinten ran. Mal kurz. Hier so. Moment, nee, noch nicht so. Warte mal kurz, warte mal. So, wir bauen da einen Fußweg hin. Und vielleicht kriegen wir das dann irgendwie so hin. Dass wir hier noch was reinbekommen, aktivitätsmäßig. Warte. Wir wollen doch immer so ganz tolle Sachen. Zaun haben. Eine Mauer. Hier, ne? Das können wir ja dann irgendwann fertig bauen. Dann haben die hier gleich mal, ne, und so. Wandreensee. Klingt ja nobel. So, okay, dann bauen wir hier dann weitere Häuschen auf. Hier sowas. Da können wir nämlich jetzt schön schauen, wie weit da die Reichweite ist. Ich baue das jetzt erstmal ziemlich einfach, ja. Es wird eh alles abgerissen und neu gebaut. So, damit haben wir die Geschichte erstmal gelegt. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal noch ein Abwasserröhrchen.
mal. Das muss dann hier hochgelegt werden. Genau so. Na, damit das an Wasser dann da ist. Gut. Okay. Die Kartoffeln. Schön. So, dann kümmern wir uns erstmal um das generelle Wohl der Bürgers. Kindergarten. Brauchen wir auf jeden Fall einen. Das ist ja ein Riesenkindergarten, ne? So, dann brauchen wir vielleicht noch eine Schule, damit unsere Leute wenigstens unfallfrei über die Straße kommen können. Gut. Kindergarten, Schule ist eingebaut. Krankenhaus kannst du vergessen, das muss man aussitzen. Polizei gibt's auch keine, Rathaus gibt sowieso keins bei uns. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. So. Gut, dann brauchen wir hier genau sowas. Hier, so ein Tennisplatz oder so. Ja, hier, guck mal. Freuen die sich. Und einen Fußballplatz kriegen wir hier bestimmt auch noch rein. So. Dann legen wir jetzt, vielleicht schaffen wir das noch. Hier noch einen Weg durch. Ansonsten müssen die außen rumlaufen. Und hier müsste das vielleicht sogar auch gehen. Ja. Gibt es auch noch einen Weg? Dann sind die Wege hier kürzer. So, das ist der erste Stadtteil, den wir haben. Ja. Denk an den Müll. Richtige Einstellung. Müllplatz klein mit Containern. Hier so. Ne? Also einer hier, einer am Anfang, einer am Ende und dann wird alles gut. Oder können wir das hier hinbauen? Hier so? Ja, hier so. Warte mal, können wir einen größeren Müllplatz auch bauen? Müllplatz hier so? Groß, groß, klein, klein. Okay, da ist nicht so viel Platz drin, ne? Hier können wir ganz viele verschiedene Sachen. Ja, wir machen hier so einen kleinen. Obwohl, das können wir auch hier hinbauen. So, dann bauen wir hier auch nochmal einen hin. Damit da Möglichkeiten sind. Können wir auch hier hinbauen. So. Das gleiche gibt es dann hier hinten nochmal. Da kann man dann schön seinen Schund wegbringen. Beim Kindergarten. Ja, da ist auch Platz. Gut. Okay. Jetzt müssen wir mit dem Abwasser noch arbeiten, Leute. Da muss noch ein kleines Abwasserröhrchen raus. Aber dazu braucht man natürlich eine Abwasseranschlussstation. So, lass mal schnell schauen. Das können wir auch andersrum hinbauen. Das Teil hingebaut. Warte mal kurz. Das muss doch hier irgendwo sein. Da vorne. Oh, das fällt ganz schön weit, ne? Das braucht einiges an Zeug, ey. Uff, das braucht voll viel, ne? Beton, Kies, Bretter. Okay. Irgendwo muss die Scheiße auch hin. Ja, was soll ich machen?
Die Heizungsgeschichte, da machen wir uns später einen Kopf drum. Das machen wir dann zur nächsten Jahreshälfte. Was ist denn das für eine Anzeige? Mal gucken. Was kostet mich denn das in Rubels zu bauen? Ich kann es nur mit Baubüros bauen. Was habe ich getan? Da muss ich das Gratis-Baubüro bauen am Anfang, oder was? Ja. Okay. Okay. Dann brauchen wir... Es gibt keine Verbindung zum Zollamt. Kann ich das auswählen hier irgendwo? Zugewiesene Baustellen? Sanierung, Alter! Sanierung halt auch gleich, ne? Ersetzen der Maschinen. Oh, das muss er jetzt auch machen! Neue Baustellen zuweisen. Das wird Jahre dauern, ey. Ich wollte das mit Rubels bauen. Warte mal kurz, wir brauchen ein Lager. Kiesbüro. Boah, das müssen wir strategisch jetzt machen, ne? Sollten wir vielleicht strategisch bauen. Schütt gut. Lager. Ja, okay, das lassen wir jetzt erstmal. Also, Ah, warte mal. Es gibt keine Verbindung zum Zollamt. Das liegt daran, ne? Das wird hier noch angefangen. Pass auf, dann müssen wir das hier auch machen. Hier geht's, okay. Okay, 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 okay. Alles klar. Dann machen wir das ganz einfach. Wir weisen alles aus dem Zollhaus hier zu. Dann brauchen wir... Jetzt müssen wir mal gucken. Das Ding hier braucht Arbeitskräfte. Das heißt, wir müssen natürlich... warte mal kurz. So. Wir müssen natürlich erstmal uns überlegen. Wir brauchen Arbeitskräfte. Wir brauchen... Busse. Filtern nach Kapazität. Ist zu viel, zu viel, viel zu viel. Das ist sowas in die Richtung, dachte ich mir. Ein Kleinbus. Schöner, kleiner Kleinbus. So. Ist der jetzt hier drin? Der ist nicht hier drin. Der ist nicht hier drin, Mann! Ah, du hast nicht einfach. Nee, manchmal, an manchen Tagen aber auch nicht, weißt du? Aber an anderen dann auch nicht so. Also, okay, ich nehme an, er kommt von der Grenze, richtig? Grenze? Klar kommt er von der Grenze, wo soll er sonst herkommen? Mann! Also, okay, weiter zurück zum Thema. Wir haben einen Bus. Wir haben einen Bus. Bus ist toll. Bus hat uns viel Geld gekostet. So, jetzt brauchen wir noch... Beton. Also wir brauchen irgendwas, was Beton schippern kann. Warte. Beton. Beton ist dann wahrscheinlich... wo haben wir es denn? Betonmischer. 10 Tonnen Beton. Gut, Hammer. Beton ist auch da. Sehr gut. Dann brauchen wir als nächstes noch Kies. Also brauchen wir einen Kipper oder sowas. Was kann der? 7,5 Tonnen. 4,5. 10 Tonnen. 5, ich nehme die... brauchen ja auch Sprit noch, ne? Alter, die brauchen ja alle auch noch Benzin. Junge, wir haben noch gar nicht an die Tanke gedacht. Wir nehmen den hier. So, damit das wenigstens nicht 5 Milliarden Jahre dauert. Dann brauchen wir noch Bretter. Das müsste mit einer Ladefläche zu lösen sein. Holz.
So, let's go. Dann brauche ich noch die Tanke am Ende. Warte mal kurz, wo geht denn das? Staatliche Infrastruktur, Rathaus, technische Dienste. Die sind kostenlos. Okay. Überwachungsstation. Warte mal, wo waren denn die Tanke jetzt? Beladen, entladen, das sind Lager. War das hier mit dabei? Ja. Depots. Werkstatt, Bushalte, Parkplatz. Tanke, da. So, jetzt bauen wir erstmal noch eine Tanke, oder? Das habe ich getan einfach. Ja. Ich kann nichts mehr auf die Schnelle hier zusammenwurschteln. Von der Vega. Das gibt's hier nicht mehr, ja? Hier wird noch per Hand gebaut, Leute. Ich raste hier noch komplett aus einfach. Ich denke mir, warum gibt's die kostenlos, die Baudinger? So, Leute, und jetzt? Fehlender Betonmischer. Wir haben einen Betonmischer. Let's go, Kumpel. Na also. Was? Es gibt einen Moment, stopp. Es gibt eine kostenlose Tanke? Erzähl mir keinen Scheiß jetzt. Es gibt eine kostenlose Tanke. Let's go. Abriss. Ja, abreißen. Da ist nichts gebaut. Erzähl mir doch nichts. So. Betankung. Kostenlose Tanke. Wenn es billig ist, dann wollen wir es. So. Im realistischen Modus kannst du Ressourcen nur dann kaufen, wenn du sie mit Fahrzeugen an der Grenze abholst. Warte mal, gibt's auch ein kostenloses Depot? Technische Dienste? Depots? Kostenlos. Yes! Ist ja wie Weihnachten. So. Zeige mir bitte. Ach Gott, ich muss mich damit erst auseinandersetzen hier. Zeige mir bitte. Wassertanks, nee. Ja, Wassertank geht aber auch irgendwie. Da kann ich bestimmt auch Öl reinschippen. Nee, geht nicht. Flüssigkeitentank. Da sind wir daheim. So, hier so einen ganz billigen, ja. So ein ganz billiges Gerät. Okay. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich nicht ein Depot haben. Ich wollte eigentlich was anderes haben, aber das kann ich dann rüberschippern. Und zwar, wo waren das Teil? War das hier mit dabei? Bauwesen. Nee, ich meinte das, diese Versorgungsdingers. Weißt du, wie ich meine? Verteilung. Verteilungsbüro, kostenlos. Yes! So, wäre doch gelacht. Wäre doch gelacht. Alle Zielgebäude größer 0%. Alle Zielgebäude kleiner 30%. Klingt vernünftig für mich. Ist gekauft. So. Was bist du hier eigentlich? Eine Stadt haben sie hier gegründet. Okay. Okay, wir bauen uns die Brücke in das neu gelobte Land, ja. So, hier können wir wenigstens Fahrzeuge regulär anfordern. So, hier kommt der. Ah, guck mal, der läuft doch wunderhübsch. So, du gehst jetzt darüber. So. Und du kriegst jetzt eine neue Aufgabe, und zwar dieses Ding hier. Und zwar nicht entladen, du Quacker, sondern hier das da. Beladen mit Sprit. 20% vielleicht. Wir müssen ihm ja noch sagen, woher, oder? Hier. Beladen.
Nee, Quatsch, hier muss er entladen. Blödsinn. So. Bier beladen. Röhl. Röhl. So. Gut, jetzt aber. Let's go. Na also. Es funktioniert. Ich bin begeistert. So, dann machen wir jetzt noch Trick 17 für unsere Stadt, die am Ende der Welt ist, ja. Und zwar, wir sagen jetzt als allererstes mal, Bau aussetzen von allen Wohngebäuden. Das machen wir erst, wenn der Rest von dem Plunder steht. Das machen wir auch erst noch nicht, das machen wir alles später erst. Weil sonst geht hier gar nichts. So, alles abgeschaltet. Let's go. So. Okay. Das ist so die Idee am Anfang. Markus, ich wünsche dir was. Hau rein. So, hier ist ordentlich Sprit gelagert. Das ist eine gute Sache. Jetzt gehen die alle erstmal tanken, ne? Ja, die brauchen das schon. Sind schon ziemlich leer alle. Ja, da geht dann nichts mehr, ne? Das ist dann undankbar. So, wie schaut es jetzt hier aus? Ja, Ressourcen auf der Baustelle sind schon ein paar Sachen gelagert. Ach, guck mal, die haben Kilometerstand. Ich dreh durch einfach. 8 Arbeiter. Na, wenn hier nicht gebaut wird, weiß ich halt auch nicht, ne? Ich sag's euch, das dauert 100 Millionen Jahre, bis wir hier fertig sind. Aber das macht die Sache gerade noch viel geiler eigentlich. Das macht's eigentlich noch viel geiler gerade. Ich mag das ja, wenn's so realistisch ist, dass wir nicht schnell bauen können und so weiter. Das ist, ne? Mit Baggern geht das schneller. Okay, also meint ihr, wir als Volksplenum hier, ja, ihr sagt, Bagger wäre wichtig zu kaufen. Brauche ich noch ein Baubüro. Der Zwerg hat heute aber mächtig gute Laune, ja, voll. Was soll ich sagen, ne? So, dann haben wir ein zweites Baubüro. Ist alles eingestellt, ne? Ja. Nutzfahrzeuge. Wir machen natürlich maximale Reichweite, ist ja eh klar. Unfertige Straße. Die Brücke. Okay. Dann kaufen wir hier einen Bagger. Länge 10 Meter. 18 km/h schaffen beide. Der ist halt billiger, ne? Wir kaufen den kleinen. Wir kaufen den kleinen nur. Die Straße ist aber auch on point, ne? Da machst du innen drin aber Saltos im Auto, wenn du nicht angeschnallt bist. 2% der Brücke sind schon fertig. Ich würde sagen, das ist quasi in Fertigstellung. Ist der jetzt vollgeladen? Ja, ist fast 8 Tonnen Sprit sind da drin. Eine gute Sache. Was zahlen die eigentlich an der Grenze für was? Also pass auf, pro Tonne Abwasser müssen wir Geld ausgeben. Sehe ich nicht ein, dafür haben wir einen Fluss. So, Alkohol ist mächtig viel Geld wert. Alkohol ist mächtig viel Geld wert. Da es bei uns nur das Beste gibt, ja. Würde ich sagen, wir gehen in die Alkohol-Großproduktion rein. Bei uns gibt es die guten Kartoffels.
Warte mal kurz. Holz ist fast nichts wert, Kies ist fast nichts wert, Fleisch, Essen. Bretter geht so. Brennbarer Müll. Nix. Brauchst erstmal eine Brücke. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Das läuft. Da müssen wir jetzt gar nicht lang rumtun. Ne? Brücke ist quasi fast fertig. So, was können wir noch machen? Sondermüll. Das kostet doch richtig was, das zu entsorgen. Sonstiger Müll. Sprengstoff. Also wenn ich jetzt alles so in allem sehe, wir brauchen eh Nahrungsmittel für unsere Burgers, dann könnten wir auch Alkohol draus produzieren, dann machen wir, dann planen wir, während wir das machen, also wir bauen ja wie gesagt jetzt hier an der Grenze erstmal das Brückchen auf. Ja, hier wird schon ordentlich gebaggert, ja. Was soll schon schief gehen, Leute? Guck mal, wie schnell das geht. Ist morgen fertig quasi. So, Wodka geht immer. Moment. Ihr sagt, ich soll mir... Das muss ich mir auch nochmal anschauen. Es gibt wieder 1000 Sachen. Stadt erstellen. Wirtschaft. Das kann man immer noch nicht wegschieben. Ich werde wahnsinnig. Okay. Alles... Ja, sag mal, dieses Jahr, das interessiert mich alles andere nicht. Wir haben ein bisschen Geld ausgegeben, fast 30.000 sind schon weg. Okay. Aber noch nicht viel gemacht. So. Inländische Produktion. Aktuelle Preise. Ah, ich werde verrückt. Okay. Ich will Alkohol sehen. Verkaufen. Kaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen für Rubels. Für Dollar ist es mehr wert, aber für Rubels ist es am wenigsten quasi wert. Wenn wir es verkaufen für Rubels, ist es 245 wert. Das ist natürlich mächtig wenig im Verhältnis zu den Dollarpreisen in dem Kontext. Aber gut. Lass es so sein. Ja. Tourismus haben wir nicht. Kriminalität ist uns egal gerade noch. Kredite wollen wir... Im besten Falle erstmal schauen, dass wir nicht haben, soweit es irgendwie machbar ist. Wir werden sehen. Da wir alles selber bauen müssen, weil wir gar nicht anders können, haben wir jetzt erstmal zumindest irgendwas. Das wird natürlich eine verrückte Geschichte, von der Grenze Leute bis dahinter zu bringen, um dort aufbauen zu lassen. Aber so ist es halt jetzt. Müssen wir schauen. Wenn es nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Die Straße ist jetzt nicht unbedingt gerade sehr befahrbar. Wie schnell kommt denn der hier vorwärts? 35 km/h. Er fährt halt Kilometer zusammen, als gäbe es keinen Morgen mehr, ne? 27 Tage alt. Ab 5, okay. Wir müssen das mit der Fahrzeugreparatur tatsächlich uns mal ein bisschen noch anschauen. Weil die Wartung scheint wohl ein Problem zu sein für uns. Werkstatt. Nochmal so technische Dienstdinger. Bauen wir mal noch hin. Können wir auch hier drüben hinbauen, warum nicht? So, hier vielleicht. Ja, hier ist cool. Gibt's hier technische Dienste? Es werden Fahrzeuge benötigt. Welche denn? Absetzcontainer für Müll. Müllfahrzeuge. Ach, das sind Müllfahrzeuge. Abwassertransporter, Wassertransporter, Schneepflug. Ja, okay, wir lassen das mal leer. Vielleicht brauchen wir hier einen Schneepflug. Das kann schon sein. Ich denke, wir werden irgendwann eine Werkstatt brauchen. Ja. Ja, wir müssen mal gucken. Also, was der Klassiker natürlich wäre. Geht aus dem Wo-Bahnhof! Was? was natürlich der Klassiker wäre, wäre es folgendermaßen vorzugehen. Wir kaufen Öl an 35 Rubels. Warte, wir schauen im Wirtschaftstab, habt ihr gesagt, ist besser. Also... Der Klassiker wäre es, Öl zu kaufen
Das ist ziemlich okay. 35. Und daraus dann... Was war's denn? Moment. Ich muss erst finden wieder. Ich bin noch einfach noch nicht drin, ne? War das hier? Stoff? Strom? Treibstoff. Treibstoff herzustellen und dann wieder zu verkaufen. Das heißt, wir machen 65, quasi 64 Kohle pro Öl. Das wir in Treibstoff umwandeln. Und das verscherbeln wir dann am Ende wieder. Geht nicht wegen Forschung. Ah, verdammt, okay. Gut, dann müssen wir am Anfang low-budget-mäßig arbeiten. Wie schaut's mit der Brücke aus? Quasi fertig, ne? Ja, ja. 31%, das ist ja Schnabber. Okay. Ich kann mir Arbeitskräfte an der Grenze holen. Arbeitskräfte stehen hier quasi rum und wissen nicht weiter. Okay, das bedeutet, ich muss jetzt irgendwie schauen, eine kleine Versorgungskiste aufzubauen, hier vorne, um damit Geld zu verdienen, damit wir uns die Bausachen finanzieren können. So ein klitzekleiner Bauernhof vielleicht. Das Gute ist, das können wir später dann übernehmen und sagen, okay, wir nehmen das Essen, verkaufen es nicht, sondern liefern es zuerst erstmal irgendwo hin. Ja, sowas in die Richtung. So, dann lass uns hier mal direkt ans Ende einen kleinen Bauernhof hinbauen. Dann produzieren wir halt hier mit Felders und so, produzieren wir erstmal. Gibt es ein kleines Kornspeicherchen? Sowas. Ach, wir brauchen keinen... Ja, ja, wir brauchen keinen... Wir machen das erstmal so hin, ne? Wir karren die ausländischen Arbeitskräfte hier hin, mit einer Buslinie vielleicht oder sowas. Und dann schippern wir da einfach ein bisschen rum. So, erstmal ein bisschen Low-Budget-Geld, also damit halt immer ein stetiger Kohlefaktor reinkommt. Wie groß ist denn groß? Großes geht so groß. Können wir ein bisschen absetzen hier. Ich denke mal, so drei Felder reichen erstmal für den Anfang. So. So, okay. Vielleicht in die Ecke noch ein kleines Feld? Müssen wir uns mal gucken. Was geht denn da in dem Bereich Lebensmittel noch? Kunstdüngerfabrik. Okay, Nahrungsmittelfabrik. Nahrungsmittel verkaufen hat auch einen Vorteil, oder? Was bringt mir Nahrung? Essen. 109! Wow, okay. Tatsächlich ein geiler Deal eigentlich. Hier so eine schnuggelige kleine Nahrungsmittelfabrik hingestellt. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur Alkohol haben. so eine kleine Brennerei, ne? Die braucht Wasser. Die braucht auch Wasser. Oh nein, da müssen wir nochmal extra Wasser hier bauen. Ja, bestimmt auch Müll, oder? Umweltverschmutzung. Ja. Gemischter Müll kommt da raus, ja. Hier auch. So, Viehzucht braucht auch Wasser, braucht Pflanzen, produziert gemischter Müll. Was kann ich denn mit diesem gemischten Müll noch anfangen? Ich kann auch Holz verkaufen, das wäre auch noch so ein Ding. Das könnte man hier vielleicht sogar noch direkt wegnutzen. Hier oben so eine kleine Holz-Erntefell-Aktion bauen. Weißt du, wie ich meine? Hier so. Den Wald wegroden. Wir brauchen halt irgendwas, was Geld bringt, ne? Vielleicht machen wir Bretter, dann haben wir schon mal eine Bretterversorgung. Das könnten wir hier halt realisieren. Hier so. Holzfällerposten, Qualität der Quelle. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Was ist denn, was soll da daran jetzt schlecht sein? Das muss doch gut sein. Das wird ja noch schlechter. Eieiei. Okay, pass auf. Wir machen das hier so eine kleine Geschichte. Also einmal nur so ein Holzfällerposten. Das geht dann instant in so ein Sägewerk rein.
Low Budget, meine Lieben. Low Budget. Wir wollen ja jetzt gar nicht vollkommen ausrasten. Ja. Für vollkommen ausrasten bin ich nicht bekannt. So. Dann lass uns da mal runtergehen. Der Winkel ist schon wieder völlig absurd. So. Gut, Leute. Wassermarsch. Das ist ein guter Einwand. Seit wann? Entschuldigung! So. Jetzt pass auf, was ist das mit dem Müll jetzt eigentlich gewesen? Kann ich das recyceln? Müll verbrennen? Für Bearbeitungseffizienz, Biomüll, sonstiger Müll. Hm. Das macht Umweltverschmutzung. Kann ich das verschrotten? Ist was anderes? Lager halten? Kies Recycling interessiert mich nicht. Mülltrennung generell. Ah ja. Müllbehandlungsanlage. Da kommt Sondermüll rein. Okay, verstehe. Okay, wir fangen erstmal langsam an. Ja, wie gesagt, was geht, das geht. Wir werden sehen. Was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist irgendwas, wo wir Arbeitskräfte von der Grenze hier hinbekommen. Ja. Nur im O-Chat. Na, aber hallo. Dann würde ich sagen, lieber Chat, bitte teilt mir in einem Emote mit, ja, wie quasi unsere jetzige Zwergnation für euch gerade sich anfühlt. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Hab ein bisschen Angst, aber bin größtenteils gespannt. Ich wusste doch, dass da wieder irgendwas kommt. Eine kostenlose Bushalte. Ich bin begeistert. Also pass auf, acht. Wenn's kein Geld kostet, bin ich dabei. So, kostenlose Bushalte ist inbound, ja. Gut. Kostenlose Bushalte, Mann. Alter. Gut, kostenlose Bushalte ist eine Baustelle gewesen. Wo war das jetzt hier? Geht das auch anders kostenlos? Nee, ne? So. Nächste kostenlose Bushalte. Und dann holen wir die von der Grenze ab und bringen die dann direkt dahin. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Geil! Offener Wagen, 90 Tonnen. Na, das hilft uns noch nichts, ne? Ich sehe schon, die meisten von euch sind gemischter Gefühle gerade im Chat. Ah, okay. Toter Fisch, danke. Okay. Ey, guck mal hier. Na, wenn unsere Brücke nicht schon fast fertig ist, ey. Weiß ich auch nicht. Da schau, es ist schon April. Was kann schon schief gehen? Die Karte ist cool. Ich mag die Karte. Tannheim. Schön. Wie viele Leute sind hier noch? 235 Arbeitstage. Na gut. Wir machen hohe Priorität auf das Ding. Ich weiß, die würden wahrscheinlich sonst hier oben auch gleich reingehen. Und dann hat das hier eine niedrige Priorität. Dann machen die das, wenn sie Zeit haben, mit...